Dieses Gemälde aus dem Jahr 1912 gehört zu den intimsten Porträts, die Egon Schiele geschaffen hat. Es zeigt seine langjährige Partnerin Walli Neuziel. Im Jahr 1912 war es Walli Neuziel, die ihm in dieser schwierigen Phase der sogenannten Affäre von Neulengbach beistand und ihn während der Zeit der Inhaftierung besuchte. Die beiden blieben in Kontakt bis ins Jahr 1915, obwohl sich Schiele bereits im Jahr 1914 für die bürgerliche Edith Harms entschieden hatte. Seine spätere Ehefrau Edith Harms stellte Schiele in zwei großformatigen Ganzkörperporträts dar. Für das Porträt seiner geliebten Walli Neuziel wählte er ein sehr intimes Format und setzt die Dargestellte zum Greifen nahe ins Bild. Interessant ist die Differenz im Ausdruck, die Egon Schiele sich und Walli Neuziel in den beiden Porträts zukommen lässt. Während er sich selbst skeptisch, arrogant, musternd präsentiert, hat Walli Neuziel einen offenen, einen zutraulichen, einen einladenden Blick. Im Zusammenklang der Gemälde scheinen sich die beiden Emotionen zu ergänzen und geradezu szenisch zu verweben.